Ach, super. Da freut man sich doch. 60% ist gut. Versuchen wir es. Ich weiß nicht, was der macht, wenn der mit dieser Aktion da durchkommt. Oh, vielleicht finden wir es jetzt raus. Es bewegt sich noch. Was tut er? Nur ein paar Schrammen. Nur ein paar Schrammen, das sah aber nicht so aus. Wir haben nur noch 8 Runden Zeit, wir haben nicht... Oh, also... Oh. Kann ich irgendwie so werfen, dass... Jawohl, kann ich. Okay. Das zerschreddert immerhin schon mal Rüstung. Das hätte ich vielleicht ganz, ganz, ganz am Anfang machen sollen, statt der Frostbombe. Ach, ich bin doch noch dumm. Dumm bin ich. So, das knallt doch hier schon mal rein. Autsch, das knallt auch rein. Oh je. Jason, kannst du irgendwas tun? Du könntest einen Mimic Beacon werfen. Bringt das was gegen das Vieh? Keine Ahnung, wir müssen es einfach werfen. Ich kann nicht jetzt Prism verlieren. Das wäre echt nicht geil. Den habe ich doch gerade erst erstellt. Oh, Säurebrand ist so nice. Damn. Doch, geht er jetzt auch auf den Mimic Beacon? Ist das Ding dumm genug? Oh, sieht so aus. So, ich selber habe immer noch eine Runde, bis ich alles abhab. Du könntest dich selber heilen. Oh, wenn du hier lang gehst, dann bist du auch gerüstet. Das wäre nicht ganz so gut. Du könntest auch eigentlich alle mal heilen mit deiner Genesung. Das wäre eigentlich auch ganz gut. Kannst aber tatsächlich auch noch eine Runde warten. Das heißt, jetzt könntest du eigentlich einfach mal draufballern. Ja, baller drauf. Das Spiel... Okay, gut, ich dachte, das Spiel ist eingefroren. Gut, 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 gut. 7 Schaden. Siehst du schon mal 2 Schaden mehr, da 2 Rüstung weniger da ist. Okay. Nice. Also, dann kommen wir an fast die Hälfte geschafft. Dann müssen wir hier auch echt durchrushen in 8 Runden. Huiuiui. So, greift er jetzt den Mimic Beacon an? Oh, Gott sei Dank, er verpisst sich. Nein, auf keinen Fall. Siehst du, was hier abgeht? Auf keinen Fall aufhalten. Auf gar keinen Fall. Wir schießen jetzt noch einmal drauf, damit er, wenn er das nächste Mal wiederkommt, etwas weniger Leben hat. Batz, wunderbar. Und dann darf er sich jetzt gerne verpissen. Tschüss. Rüstung wurde getroffen. Alter. Deinen Kollegen haben wir ja in einer Runde weggemacht, aber da hatten wir auch unsere Top-Leute dabei. Und echt viel Glück. Komm, tschüss. Oh. Ausgezeichnet. So. 8 Runden haben wir jetzt noch. Ich meine, 7 Runden haben wir jetzt noch. Wir machen mit dir machen wir einmal eine Genesung auf alle. Genau. So, dann darf die Drohne hier einmal rumfliegen und alle einmal heilen. So, mit Payrider gehen wir jetzt hier nach oben. Wir müssen nämlich vorankommen. Einer holt den VIP, die anderen decken schon mal hier hinten den Bereich ab. So, die Drohne fliegt anscheinend immer noch umher und heilt alles. Wunderbar. Heilt sie dich auch selber? Sie heilt dich auch selber. Ach, schön. Schön ist dieses Genesungsding. Okay, siehst du da oben irgendwen? Hoffentlich nicht. Nice, okay, gut. Dann gehst du noch ein Stückchen weiter. Siehst du irgendwen? Nein, gut, dann lädst du nach. Okay. Ich selber muss nicht nachladen, denn ich kann einfach so nach vorne spurten. Ich benutze sowieso die Pistole. Jason möchte sich eigentlich mal beliebt machen. Komm, stürm doch mal. Ja, Detectavas da Advente. Nice, haben wir wieder ein paar Advent. Oh, endlich war Feinde, die man auch mal ne, killen kann hier. Oder auch nicht, die haben ganz schön viel Rüstung. Da vorne siehst du immerhin einen. Du hast keine Granaten mehr. Oh je, wen siehst du denn? Keine gute. Sprengschuss. Schieß auf die Deckung eines Ziels. Mach doch mal einen Sprengschuss. Komm, ich möchte das mal sehen. Mal gucken. Ah, das sieht ganz normal aus. Okay, wow, du hast die Wand da vorne kaputt gemacht, aber sonst nichts. Ausgezeichnet. Superschön. Toll. Oh, wir können nur noch mit Jason etwas machen. Wie wär's, wenn du dich mit... Ist das eine gute Position? Überhaupt gar nicht. Aber da hättest du ihn flankiert. Aber das ist keine gute Position. Du könntest dich auch einfach hier verpissen hinter die Wand. Ja, du verpisst dich, Jason. Und dann schauen wir mal, was die da machen. Ah, er kommt zu uns. Aber der kann es never ever sehen. Oh, er schießt auf mich. Oh, er hat mich flankiert. Ich brauche einen Sanitäter!
10 Schaden, oh je. Auf die Seiten achten. Wehe, die anderen kommen jetzt auch auf die Idee. Da, ne? Ich habe kein Rivalisierungsdingsprotokoll mehr. Oh oh. Oh oh. Okay, er macht nur Shield. Er macht nur Shield. Alles gut. Ich bin noch sicher. Was macht er da hinten? Er geht aufs Dach. Sieht hoffentlich nur ihn. Ja, ja, der kann mich nicht sehen. Okay, okay, gut. Er schießt auf Greg. Pff, 3 Schaden. Du hast einfach fucking 5-6 Rüstung. Oh mein Gott. Also das hier eine und die 5. Oh, Schluck auf Hilfe. Oh, halt ein. Oh, du musst nachladen, Judgment. So, dann siehst du ein Fa- Wow. Kannst Sturm und Schuss machen. Ach, du hast einen Automatikladen. Okay, dann machst du einfach mal einen Sturm und Schuss. Und rennst. Weiß nicht, hier vorne dran. Da hast du wahrscheinlich die beste Chance, ihn zu killen. Oder allgemein Leute zu sehen. Ja, wir sollten den Schildträger töten. Ihn. 50%. Das sind 52. Hm. Beides so meh. Ah, Silverstar, was können wir denn für dich tun? Du kannst auch überhaupt... Du hast ja auch gar keine guten Schusschancen. Ach hey, dann geh doch einfach mal einen Schritt nach vorne und nach oben. Das hat es jetzt nicht viel besser gemacht. Aber wir müssen irgendwo einen Anfang setzen. Also, bitte. Das wäre jetzt ziemlich gut, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wenn wir die Kacke treffen würden. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ja, das wird vielleicht zu spät sein, Freundchen. Du bist da auch ganz schön am Arsch. Das heißt, wir schicken den Boy erstmal wieder nach unten. Tschüss. Ne, war schön mit dir auf dem Dach, aber... Ne, ist auch schön, wenn du unten bist. Adieu. Ist er tot? Nee, der lebt noch. Schade. Das wäre jetzt cool gewesen. Judgment hat immer noch die beiden im Visier. Ich selber habe tatsächlich Konfrontation, aber es bringt mir nichts. Ich habe auch Schussserie, aber das bringt mir auch nichts. Ich kann auch einfach einmal so drauf ballern und mache ich einfach nur ein bisschen Rüstung von dem weg. Jason haben wir auch noch. Jason sieht gar keinen. Jason sieht einfach keinen. Aber kann mit der Klinge ihn angreifen. Okay. Hm. Ja. Tja, das ist jetzt eher so suboptimal. Ich könnte auch Sensemann machen, aber der kann halt keinen von den Leuten töten. Bösem kann versuchen mit seinen 30%igen Chance. Oh, das ist nicht gut. Dann auf jeden Fall heilst du einmal mich. Das ist deine erste Amtshandlung. Judgment ist da ganz schön in der Schusslinie. Sollte versuchen, möglichst viel Schaden zu machen. Kannst mit der Granate beide töten. Nein, aber du kannst deren Deckung hier vorne wegnehmen. Ich weiß nicht, ob das reicht. 3 bis 4. Zerfetzt Rüstung, ja. Hm. Oder ihn da vorne. Dann nimmst du seine Deckung weg. Wäre vielleicht auch ganz gut. So, wir ballern auf ihn da vorne. Nimm diese Wand weg, damit Jason vielleicht einen ihn flankiert hat und damit ihn wegkrittet. Du kannst never ever genug Schaden machen für einen Crit. Aber 70%ige Crit-Chance. Vielleicht reicht das ja. Oh, wir können auch einen heftigen Schuss dabei machen. Oh, 9 bis 12. Keine Ahnung, was reicht mit dem Crit. 12. Es hat nicht gereicht, Freunde. Tja. Ich selber... Oh, das könnte jetzt aber reichen, ne? Oh. Na, guck mal. Alles durchdacht. Putz. Da liegt er. So, einer weg, zwei verbleiben. Ziel neutralisiert. Wunderbar. Leider muss ich ihn fokussieren und nicht den Schildträger. Hätte ich lieber gemacht. Bin dabei. Okay. Dir könnte ich eine Schussserie reinjagen oder eine Blendgranate werfen. Oh, mit einer Schussserie könnte ich dich sogar killen. Bist du 18 Schaden? Wir versuchen es einfach mal. Komm. Vielleicht habe ich ja richtig, richtig Glück. Der war gut, der war nicht so gut, der war auch nicht gut. Das waren ja einfach mal 3 Kackschüsse. Fehlschuss. Hm. Du kannst noch irgendwen heilen. Dich selber oder mich oder... Ja, nee, muss keinen heilen. Was bringt denn... Kannst du irgendwen schießen? Nö, dann mach doch einfach mal einen Nachladen. Okay, so. Mal gucken, was die drauf haben. Die werden wahrscheinlich Dick, Jason und Judgment anballern. Oh, sogar nur Streifen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Mann, wir haben nur noch 6 Runden Zeit. Oh. Und er macht nur einen Feldposten. Das war ja sehr unspektakulär von euch, Leute. Sie ist kein... Ich selber... sehe... mit der Konfrontation nur ihn. Ja, Jason könnte halt hier drauf ballern und mit Glück crittet er. Boah, wenn er crittet, 28 ist aber auch nicht gut genug.
Ach Gott, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen mit euch? Wir gehen einen Schritt hier nach vorne. Ach komm, das ist gut genug. Es bewegt sich noch. Ja. Es bewegt sich noch. Fucking gut erkannt. Wir schießen auf den da hinten. Dann entfernen wir immerhin seinen Feuerschutz-Dingsbums. Wenn wir den treffen. Wir treffen. Wunderbar. Rüstung hält Stand. Okay. Prism kann versuchen, ihn zu... Oh, wenn du den töten würdest. Komm, zieh nochmal eine Zigarre und da mach... Leute, ihr könnt doch nicht alle verfehlen. Muss besser zielen. Ja. Oh, kacke. Jason, du kannst doch nicht mit deinem... Du kannst never ever mit deinem Schwert... Nee, du kannst die nicht killen. Oh, warte mal. Du machst folgendes. Du gehst den Sensenmann. Du machst den Sensenmann an. Machst ein Schwerthit auf den Boy da vorne. Killst den auf jeden Fall. Dann kannst du den anderen nochmal angreifen. Batz dich. So, die Aktion werden ja jetzt erstattet. So, dann könntest du jetzt auf ihn schießen. Oder auf ihn mit dem Schwert gehen. Nee, Sensenmann? Hä? Warum kannst du nicht auf ihn mit dem Schwert gehen? Ach, der ist nicht mehr in Reichweite für Schwert. Ach so. Ja, da kannst du einfach draufschießen. Vielleicht krittest du ja. Ach Mensch. Immerhin auf einen ist ihr Verlass. Okay. Hey Ryder, du musst hier weiter auschecken, die Lage. Denn wir müssen da vorne hin. Das können wir tatsächlich noch schaffen. Wir nehmen noch einmal ein bisschen Zeug mit. Dafür muss Zeit sein. Was haben wir denn da Schönes? Fortschrittliches Laservisier, Edwin, überragender Stecher. Okay, überragender Stecher sogar. Wow. Zielpaket lokalisiert. Toll. Und dann darfst du auch einmal nachladen. Und du machst einmal einen Feldposten. So, wir müssen nur noch den Boy da abholen. Ich hoffe, das war's jetzt. Ja, wir haben keinen weiteren Gegner gesehen. Okay. Wo ist der Boy? Ach, der ist in der zweiten Etage. Aha. So, wen können wir denn irgendwen da hinschicken? Paid Rider würde ich gerne auf dem Dach lassen, tatsächlich. Oh, du könntest aber auch mal eben... Ach, das geht auch. Oh, dann gehst du mal ganz kurz hier vorne hin. So, und mach einmal hier die Tür auf. Wir hätten das wahrscheinlich auch auf Fernkampf hacken können, aber auf Fernkampf vor allem. Mit dem Dings da hacken können, mit Prisms, wie auch immer das heißt. Ja, wir nehmen die 11%. Vielleicht haben wir ja einmal Glück in diesem Spiel, nö. Aber wir können auch eben mit ihm hingehen, das funktioniert genauso gut. Wir haben ja gerade sowieso keine Feinde hier. Okay, und dann... Ja. VIP in Sicherheit, sind unterwegs. Sicherheit würde ich das jetzt noch nicht nennen. Status bestätigt. VIP im Schlepptau. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. Ja, zum Evakuieren. Da vorne ist er schon. Das ist tatsächlich gar nicht mal ganz so weit weg. So, wir spurten einfach weiter durch. So schnell wie wir können hier durch. Los, los, los! So, auch du als VIP kannst mal. Ach, du kannst auch nicht daraus, weil er steht einfach vor der Tür im Weg. Okay, dann spurst du noch nicht nach da draußen. So, wir gehen aber mit unseren anderen Truppen. Du kannst halt hier nur im Kreis laufen. Wow. Dann gehst du einen Schritt nach vorne. Und ich selber kann auch einmal nachladen und dann einen Schritt nach vorne gehen. Ich glaube, die Mission haben wir. Die Mission haben wir doch. So. Ja, du kannst gar nichts machen. Dann machst du einfach mal Tür schließen. Mach einfach mal die Tür vor ihm zu. So, du lässt mich nicht raus, ich lasse dich nicht rein. Fertig, aus. Fertig. Sie haben Verstärkung geholt. Ach nein. Och Mann. Er ist nicht gut. Wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Manus 1-5, feindliche Jäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit ihr Evakuierungsfenster. Ich eile ja. Erstmal muss hier, er muss erstmal weggehen. So, wir spurten jetzt einfach mit allen, die wir haben, hier weg. Auch du darfst wegspurten. Auch ich selber sollte hier jetzt ganz schnell mich verpieseln. Vielleicht brauche ich überhaupt Deckung. Ach, ich kann auch hier vorne hin. So, Jason kann einmal nachladen. Prism sollte ich auch bereithalten, die gleich abzuballern. Bin gleich da. Jason kann einmal einen Feldposten machen. Oh, Silverstar. Geht mal hier vorne hinter. Los geht's. Okay, und dann sind wir auch schon wieder durch. Dann landen die und dann mal schauen, was die können. Vielleicht kriegt ja einer einen Crit von Jason ins Gesicht. Das wäre ziemlich nice. Können Feldposten überhaupt critten? Keine Ahnung. Ah, das sieht doch nach easy Gegnern aus. Bauskis Schatten da vorne. Dan, dan, dan. Ihr werdet beobachtet. Das ist ein Todesomen. Ja, ein Offizier und zwei Normale. Ihr mit euren schicken Capes. Kauft euch doch mal ein ganzes, ihr Lein. Nice, 8 Schaden. Wunderbar.
Das ist doch schon genug, um den jetzt in einem Zug zu killen. Wir haben alle hier, Freunde. Ihr seid sowas von aufgeschmissen. Wir haben noch 2 Runden Zeit. Gar kein Problem. Judgment kann zum Beispiel hier vorne hin und ihn einmal anschnitzeln. Wunderbar. Das reicht wahrscheinlich schon, denn ich habe Folgendes vor, mit mir selber da einmal durchzuschnitzen. Da vorne stehe ich, denn ich habe flinke Hände parat. Die könnte ich dann für ihn benutzen. Blitzschnelle Hände meine ich natürlich. Ja, die nehme ich für dich, damit du angehittet wirst. Batz. So. Oh, ich muss mich auch bewegen, sonst komme ich nicht raus, ne? Oh je. Okay, dann machen wir Folgendes. Ich bewege mich einmal hier ein bisschen weiter. Und mache dann von hier aus Konfrontation. So. Konfrontation. Alles einmal anballern, bitte. Vielleicht mache ich damit 2 Kills. Hoffentlich. Einer weg. Ah, scheiße. Den hätte ich sowieso nicht killen können. Aber wenn ich ihn noch kill, wäre das ziemlich nice. Ach, komm schon. Wie kann man denn mit der Pistole? Mit der Pistole? Kann man denn damit so oft daneben ballern? Okay. Wir müssen etwas näher zum Evakuierungspunkt, denn danach haben wir noch Einzugzeit. Die Frage ist, ob wir die überhaupt noch anschießen sollten. Eigentlich schon. Eigentlich sollten wir die noch killen. Piu! Nice. Er ist weg. So, dann bleibt nur noch der Offizier. Wir haben ja... Okay. Den kann ich ja schon mal hier vorne hin bewegen. Ich weiß nicht, ob ich nur ihn evakuieren muss oder... Egal. Hoffentlich müssen wir es nicht rausfinden. 45%. Wir gehen mal ein paar 50-50s ein. War ja klar. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ich glaube, es gibt kein nächstes Mal, denn Jason ist jetzt hier. Und Jason hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Jason hat schon keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt einfach hier vor ihn. Wir stellen uns jetzt einfach vor ihn und sagen, yo, Digga, Jason hat überhaupt gar keinen Bock mehr auf dich. Und wenn Jason keinen Bock mehr auf dich hat, dann, ne, dann liegst du. So. Wunderbar, ihn kann ich schon mal saven. Muss ich dann noch meinen Trupp saven oder nicht? Evakuiere alle XCOM-Soldaten. Ja, muss ich. Okay. So, dann renne ich schon mal mit allen, denen ich kann, da vorne rein. Und das ist nur er. Okay. Tschüss. Habe ich ihn schon mal sicher. Hoffentlich kommen jetzt alle in dieser einen Runde hier vorne rein. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Ja. Oh, Judgment kommt nicht rein, oder? Oh, scheiße, Judgment kommt nicht rein. Kannst du mit Sturm und Schuss da irgendwie hin? Ich meine, es lässt mich nicht weiter bewegen. Oh, oh. Bin gleich da. Du kommst da nicht rein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich komme da aber rein. Das ist ganz Gutes. Jason kommt da auch rein, was ganz Gutes. Okay, alle sind drin, außer Judgment. Scheiße. Judgment, man sieht sich. Ich glaube, dich muss ich dann irgendwann wieder befreien. Tschüss. Wups. Bis dann. Adieu, Judgment. Ich bin ja froh, dass es in Anführungszeichen nur Judgment ist. Einem, unserem zweitbesten Ranger. Wir haben ja noch einen erstbesten. Ja, ich kann mit dir nichts mehr machen. Ich kann mit dir einen Feldposten machen. Scheiße. Abfangjäger sind in 30 Sekunden in Schlagreichweite. Firebrand, nichts wie raus da. Männer 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja, ausgezeichnet ist jetzt eher so mittelmäßig, würde ich sagen. Das war jetzt nicht so die unglaubliche Mission. Ja, da ist ein Platz frei auf einmal hier vorne. Ich meine, Bushi war schon mal in derselben Lage. Den haben wir jetzt auch wieder bekommen. Wir werden Judgment schon noch irgendwie wieder bekommen. Aber Gott sei Dank ist nicht einer der Top-Soldaten weg, denn die brauchen wir jetzt unbedingt. So gerne ich niedrig-levelige hier leveln will, wir merken gerade, wie sehr wir die Colonels brauchen unter uns. Wie sehr wir unsere Top-Leute brauchen. Denn das Avatar-Projekt ist 9 von 10 die ganze Zeit. Das macht keinen Spaß. Wir müssen das irgendwie, müssen wir das jetzt zurückhalten. Dann nehme ich nochmal nach dieser inspirierenden Rede einen Schluck von meinem Blutlöscher. Oh, ein Traum. Oh, dieses komplett billige, eklige, süße Eistee-Pfirsich-Gesöff. Oh, okay, Hashtag nicht sponsert. Operation Lachender Grabhügel. Gelacht hat hier keiner. Außer vielleicht der Super-Mega-Archon. Was war das eigentlich für ein Vieh, sag mal?
Was hatte der da jetzt eigentlich zu sagen? Wir hätten das easy geschafft, hätten wir nicht 25 Runden gebraucht, um ihn anzuschießen. Und am Ende ist er einfach nur entkommen und wird uns wahrscheinlich in der nächsten Mission irgendwie auf den Sack gehen. Ja, gefangen genommen, Judgment Day. Tut mir leid. Alles für dich, du scheiß Rob Black, du Elendiger. Geh mal, weiß nicht, geh dich verbuddeln. Ich weiß gar nicht mal, was du kannst. Ja, Daten entschlüsseln, wunderbar. Hallo. Rob Black, ach, du bist ein Ingenieur. Ja, cool, du kannst direkt erstmal Räume freiräumen. Was hältst du denn davon? Schattenkammer, leer. Das ist, ja, wir brauchen gerade nichts mehr, ne? Dann können wir das ja hier freiräumen. Ingenieur benötigt. Guck mal, Rob, darfst du direkt mal ein bisschen an eine Schippe gehen, du Elendiger. So. Hätten wir das ja auch geklärt. Aktuell keine Gegenstände mehr Fertigung. Ja, wir lassen die aber trotzdem mal da drin, denn den Raum müssen wir jetzt nicht zeitkritisch irgendwie fertig kriegen. Oh, was sagt denn hier das Avatar-Projekt? Hat es schon wieder Fortschritte gemacht, sag mal? Ja, nicht jetzt. Wir können jetzt nicht alles immer sofort untersuchen. Wir müssen Kontakt herstellen, tatsächlich. Setze Kurs auf die Arktis. Ja, Kurs auf die Arktis. Wir müssen Kontakt herstellen. Und an unserem Durchlöcher trinken. Das ist auch ganz wichtig. Und sich ein bisschen nuscheln. Nuscheln ist auch ganz wichtig. So, hier Kontakt herstellen, da Kontakt herstellen. Oh, wir sind schon bei 10 von 11. Aber das hier ist wahrscheinlich der 10. von 11. Commander, bringe Sie auf den Bildschirm. Ich habe ja viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Jo! Und Sie haben sich übertroffen. Geil. Okay, in Vorbereitung. Alienwissenschaftler erzielen beim Avatar hier gute Forschung treiben die. Oh, das müssen wir verhindern. Auf jeden Fall. Das decken wir erst gar nicht auf, denn. Ja, obwohl, warum nicht? Zeig ich mal her. Die Aliens haben sich lauernd unter der Bevölkerung versteckt und setzen einen Monat lang bei jedem Einsatz gesichtlos ein. Oh mein fucking Gott, das ist auch krass. Das ist auch heftig. Wir ignorieren die Vorräte erstmal, denn wir stellen hier jetzt erstmal Kontakt her. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich. Nice, da ruft ihr eine Truppverbesserung. Sturmkanone. Geil. Okay, wir haben... Oh, Strahlenkanone. Ach du Kacke, wir können ja jetzt hier echt einiges herstellen. Ich würde aber gerne die Vipernkönigin-Autopsie machen. Auch wenn meine letzte Autopsie schon etliche Jahre zurückliegt, habe ich mich ganz natürlich wieder in die Abläufe eingefunden. Dieses Subjekt wirkte weniger furchterregend. Vielleicht aufgrund seiner Ähnlichkeit zu verschiedenen auf der Erde beheimateten Reptilienspezies. Die umfangreichen zytogenetischen Modifikationen der Chromosomen lassen vermuten, dass es sich hierbei vielleicht um das einzige männliche Exemplar der gesamten Spezies handelt. Ach, die Schlange ist ein Weib und dieser Berserker war ein... die Schlange ist ein Kerl und dieser Berserker war ein Weib und hat sich Taigen einfach gerade hier das Wahlenhörspiel gegeben, während er da rumgeschnitten hat. geil. Der ist bestimmt einer, der hört auch drei Fragezeichen, wenn er da am Rumsägen ist. So, ach ja, hier eine Zunge abschneiden, da Fälle lösen. Ich hatte ja damit gerechnet, dass die Aliens in der Geheimeinrichtung, die wir überfallen haben, fragwürdige Experimente mit menschlichen Gefangenen durchführen. Aber was wir vorfanden, war noch verwerflicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Wir müssen immer noch Kontakt herstellen. Jetzt mach fertig hier. Nice. Da sind wir. Und ja, das überspringe ich jetzt einfach mal, denn das ist immer das Gleiche. Ah, ja, genau da möchte ich nämlich hin. Commander, eine Vorratslieferung. Ja, ich möchte diese Vorratslieferung auch gerne antreten. Vielleicht sollten wir es auch jetzt eben machen, damit wir Vorräte haben und unsere Waffen verbessern können. Denn das ist gerade irgendwie so das Top-Ding. Wir haben einige Truppverbesserungen, die noch auf uns warten. Einmal die Klinge, dann noch Waffen und noch so noch zwei, drei Dinge. Und dafür brauchen wir Vorräte. Und diese 535 Vorräte werden, zack, wie nichts verschwinden. Kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Oh, was haben wir denn hier? Neues Forschungsprojekt. Zeig mal, was haben wir da? Trotz ausgiebiger Studien der Forschungsberichte von Dr. Wahlen muss ich mich immer noch fragen, wie sie ein so beeindruckendes Verständnis für die Prozesse erlangen konnte, die zur Bearbeitung und Manipulation des Alien-Genmaterials nötig sind. Nimm dir kein Beispiel an Wahlen. Wahlen war und ist und was auch immer sie, ne? Nee. Mag ich nicht. Keine Chance. Wir haben neues Test. Oh. Schlangenanzug. Wir können fucking Schlangenanzug. Yo, ich erinnere mich. Schlangenanzug. Die Schuppen des Vipernkönigs sind überraschend leicht und flexibel. Sollte mit etwas Verstärkung jedoch beträchtlichen Schutz bieten. Ui, ich erinnere mich. Stimmt. Oh mein Gott, wir kriegen einen fucking Anzug raus. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich geil. Okay, wir haben noch einiges zu erforschen. Wie wäre es, wenn wir einfach das, was am wenigsten gerade dauert? Und das ist ja, entweder Berserker-Königin-Leiche oder Berserker-Autopsie. Ich glaube, wir starten einfach mit dem König. Die Berserker-Königin
Das gefährlichste meiner drei Testsubjekte stellt zugleich auch die größte Annäherung an die Grenze dessen dar, was sich noch als angemessene und moralisch vertretbare Forschung betrachten lässt. Selbst zu Kriegszeiten sollte man sich der Tatsache bewusst sein, dass man möglicherweise eine Grenze einreißt, die sich nie wieder aufbauen lässt. Wenn man ein ohnehin schon labiles Alien mit Ausrüstung versieht, die seine Fähigkeiten noch weiter verstärken könnte. Du bist einfach nur blöd, Balen. Warum machst du denn sowas dann? Zu welchem Zweck? Einfach nur, um mir das Leben schwer zu machen. Ich meine, der war jetzt echt, der lach echt in ein, zwei Hits, aber ich glaube, der könnte auch ordentlich austeilen, der Boy. Keine Ahnung, wie wir den besiegt haben. Alles klar, wir gehen mal wieder ein bisschen weiter, denn ich habe mich gerade dazu entschieden, diese Folge in zwei Folgen aufzuteilen. Und das wisst ihr ja natürlich jetzt schon, denn wir sind schon in der zweiten Folge. Hi. Willkommen übrigens an die Leute, die hier sind. Ich habe euch ja noch gar nicht begrüßt zur zweiten Folge, die jetzt auch schon wieder bald rum ist. Oh mein Gott. Ignorieren. Ja, wir haben Vorräte bekommen. Neues Personal. Ignorieren. Ich möchte gerne wieder zurück, denn wir haben Money. Und damit möchte ich vor allem in die Technikabteilung. Was kann ich für Sie tun, Commander? Oh, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Und zwei Gegenstände möchte ich herstellen. Das alles nicht. Waffen. Oh boy. Ach stimmt, die Plasmalanze müssen wir ja noch herstellen. Sonst haben wir ja die Truppverbesserung noch gar nicht. Sturmkanone, Fusionsklinge, Pulsklinge. Ich möchte gerne auf jeden Fall die Fusionsaxt herstellen. Okay, das wären 130. Auf jeden Fall möchte ich die Sturmkanone herstellen und die Plasmalanze. Oh, das kann ich mir... Oh, das kann ich mir nicht leisten. Das wird eng. Das heißt, ich hole mir die Sturmkanonen. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann schaue ich einmal auf die Rüstung. Hier haben wir nichts. Okay, dann möchte ich gerne in den Testbereich. Kann ich hier? Ja, hier kann ich in den Testbereich. Ich hätte bei den Reparaturen sicher viel Zeit einsparen können, wenn ich wüsste, wie man ihre Sprache übersetzt. Ah, ja, ja. Und hier haben wir ja auch noch Schlangenanzug. Den möchte ich gerne beginnen. Ja, Schlangenanzug, da ist er. Der Schlangenanzug wurde aus den leichten und extrem festen Schuppen des Vipernkönigs gebaut und verbessert die Reflexe und Geschwindigkeit unseres Soldaten. Außerdem ist ein Greifmechanismus eingebaut, der das eisige Gift des Vipernkönigs nutzt und mit dem man Feinde aus der Deckung herausziehen und einfrieren kann. Können wir auch nur einmal herstellen tatsächlich. Oh, okay. Ja gut. Macht Sinn. Wir haben ja auch nur einen Schlangenkönig besiegt, also können wir das auch nur einmal herstellen. Ich würde ganz gerne eine Plasmagranate. Oh, das würde ich auch mal ganz gerne testen. Oh, ich möchte so viel hiervon noch machen. Oh, ich Bluescreen-Protokoll. Das würde ich auch ganz gerne Annihilierung kennen. Wir machen das einfach mal. Komm. Gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Ja, ich möchte auch experimentelle Munition. Ich möchte noch eine experimentelle Granate. Wir haben, wie viele Elium? 14 haben wir noch. Das machen wir noch. Wir machen auch noch eine schwere Waffe und wir machen noch eine Energiewaffe. Komm, wir hauen jetzt mal richtig auf die Kacke hier. Nice. Okay. Haben wir das auch geschafft. So, zurück in die Waffenkammer. Nein, nicht zurück in die Waffenkammer, sondern zurück hier in die Technikabteilung. Genau, Geben da wollte Sie ich hin. Befehl und wir fangen an, Commander. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Gegenstände herstellen. Wir wollen weitere Truppverbesserungen. Und da würde ich ganz gerne, wir nehmen jetzt die Plasmalanze. Ja. Das lassen wir erstmal noch weg. Wir haben kaum noch Vorräte und wir halten das erstmal noch hier. Oh, ich muss sie sogar noch herstellen? Warum muss ich sie denn noch herstellen? Ich habe keine 10 mehr. Ich habe gerade alle rausgeschmissen, alle Lirumkerne. Oh, das ist jetzt fies. Das ist jetzt echt fies. Waffenkammer. Kann ich irgendwie meine Gegenstände anzeigen? Ich kann Soldaten anzeigen. Okay, Jason. Kann ich dir jetzt ausrüsten? Hast du die Schlangenhaut? Ist sie schon hier? Yo, Tatsache. Oh, zieh die mal an. Ich bin nicht ganz sicher, wie viel von dieser Rüstung tatsächlich aus neuem Material besteht. Und wie viel davon Teigen direkt aus der Viper selbst herausgeschnitten ist. Wir haben sie auch nicht wirklich testen können, also viel Glück da draußen. Ja, du siehst aus, als würdest du gleich auf dem Rummel auftreten und Luftballons verschenken, Alter. Das können wir nicht. Jason, du siehst... Nein! Ach du Scheiße. Dir habe ich ja das übelste Clownsgesicht gegeben. Was? Warum hast du ein Clownsgesicht? Nein, Jason. Es gibt... Nein! Das ist nicht richtig. Oh mein Gott. Ach, danke. Jetzt wissen wir, was sich unter dieser düsteren Maske verbirgt. Er will doch nur zum Rummeln. Er will doch nur im Zirkus ein paar Luftballons aufpusten und verteilen. Er möchte doch nur Luftballons kneten, falten. Wie heißt das? Luftballontiere machen. Okay, gut. Dir geben wir die Schlangenrüstung nicht. Aber jetzt wissen wir, wie sie aussieht. What the fuck? Und ich glaube, auf diesen kleinen Schock beenden wir auch die Folge und schauen, was wir in der nächsten Folge so alles anstellen können. Ich freue mich darauf.
dass sich die beiden Soldaten wiederholen. Ich freue mich darauf, die Schlangenrüstung zu benutzen, die neuen Waffen zu benutzen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.